Sehr gegrüßt, meine lieben Poké-Fans. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, es war jetzt zwei oder drei Tage jetzt nichts hochgekommen von Pokémon Dark Violet. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe ein Pokémon jetzt ein bisschen mehr trainiert als in der letzten Folge, weil in der letzten Folge haben wir krass gefailt gegen Rocco. Und wie ihr seht, habe ich jetzt ein neues Teammitglied reingepackt, und zwar Mitsuki, die Twitter-Userin, die mich immer noch verfolgt, seit Jahren schon. Und ich habe mich entschieden, okay, werde ich halt sie als Pichu einsetzen. Und ja, los geht's. Wir fangen jetzt mal an gegen den Arenaleiter noch einmal. Ein drittes Mal. Hoffentlich sind wir jetzt diesmal stärker genug als im letzten Begegnung. So. Ich kenne schon, dass du sehr, sehr fest an deine Fels-Pokémon glaubst, aber ich glaube an meine Pokémon sehr gut. So, dann fangen wir mal wieder an. Let's do this, mein lieber Freund. Und ja, ich habe jetzt mal Smash jetzt natürlich jetzt Geowurf erlernen lassen. Auch ziemlich krass ist. Ausgerechnet muss der noch überleben, diese Attacke, ist ja logisch. Und natürlich hat auch noch Glutexo jetzt. Glumanta jetzt zu Glutexo entwickelt und hat natürlich auch die Attacke Drachenwut erlernt. Was auch ziemlich gut ist. So, jetzt machen wir mal jetzt Geowurf. Und es ist schon down. Nice. Jetzt kommt wieder Onix. Wie beim letzten Mal. Ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Fuck. Matschau, was ist das denn? Shit, das hat jetzt richtig krass meine Initiative gesenkt. Das ist aber nicht gut. Aber es macht sehr viel Schaden. Gott sei Dank sind wir jetzt diesmal stärker als im letzten Mal. Aber wir müssen uns nicht so voreilig freuen. Er kann wieder wahrscheinlich Tränke einsetzen. Mann, warum geht er nicht down, bitte? Raserei wird sicherlich jetzt Smash platt machen. Oh Mann. Das ist jetzt Ammonitas, oder? Ich werde mit Zug jetzt mal als erstes noch reinpacken hier noch. Ab und zu, aber ich muss schon aufpassen mit den... Das Pokémon kann schon manchmal gefährlich sein. Ich möchte, dass Mitsuki auch ein bisschen Leveln erntet. Es kann natürlich Blubstrahl und Felsgrab, glaube ich. Ein bisschen okay. Okay, das war jetzt Panzerschutz. Der Mitsuki wird natürlich dann in der nächsten Arena dann wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Und die Frage ist jetzt, wie stark muss ich dann noch trainieren? Ich habe jetzt so zwischen zwei Stunden oder sogar eine halbe Stunde nur eine Stunde oder eine halbe Stunde gebraucht, bis ich auf Level 60 war. Level 16, 17, 18. Was rede ich denn da überhaupt? Was rede ich da für einen Schutz, ey, Red? Was kriegt denn der jetzt schon Felsgrab? Na, aber schade nicht so viel, Gott sei Dank. Nur die. Speed wird jetzt ziemlich niedrig. Es wird langsam Zeit, dass wir jetzt mal Amoroso jetzt platt machen. Und Roccos Karriere als Arenaleiter endgültig sein Ende nehmen. Gott sei Dank ist noch nicht Critical Hits, sonst wäre das heftig. Oh Mann, jetzt hat Ammonitas jetzt schon gerade geschwächt, aber wir haben es tatsächlich geschafft, einen Critical Hit gegen Ammonitas. Was für ein Glück. Das Training hat sich doch gelohnt diesmal. Du bist stärker, als ich dir erwartet habe. Ich sehe ein Champion-Potenzial in dir. So, damit haben wir es endlich geschafft.
Ich nehme dich für einberufen. Als dein Beweis für deinen Sieg kriegst du diesen Gesteinsorden. Felsorden nennen wir so. Felsorden, ja. Boulder, das heißt, Boulder Badge heißt natürlich Felsorden. Das ist ein offizieller Pokémon-Liga-Orden. Nur ein Symbol zeigt schon ein bisschen große Stärke und Potenzial in dir. Also will ich dir auch das hier geben. Will ich dir, dass du das hier nimmst. Okay. Okay, das ist Felsgrab, ich habe mich schon geahnt. Das letzte Mal war im originellen Krieg mit Geduld. Oh. Rocco, im Wissenschaftsmuseum in Maromoria Cities sind Team Rocket eingedrungen. Die versuchen jetzt, diesen alten Altbernstein zu klauen. Das seltene Fossil, das du gefunden hast. Bitte tu etwas. Was? Alter, das ist doch nicht cool. Komm schon. Lernen wir denen das fürchten. Und ja. Anscheinend ist jetzt Rocket sicherlich jetzt zum Museum aufgebrochen. Wir müssen Team Rocket jetzt mal von ihren besten Zwecken jetzt mal aufhalten. Ich hoffe, dass wir noch unsere Pokémon heilen können. Ja, tatsächlich. Na gut. Dann tun wir jetzt schnell unsere Pokémon heilen. So. Jetzt gehen wir mal schnell unsere Pokémon heilen, Schwester Joy. Boah, ich kann nicht mal richtig aussprechen, die Worte, ey, ne? Weil ich so müde bin und es ist gerade erst tief in der Nacht, die ich jetzt gerade aufnehme. So. Dann lass uns jetzt weitergehen. Mal sehen, was Team Rocket vorhat mit dem Altbernstein. Hey, Jungen! Lasst diesen Altbernstein in Ruhe, oder ich zerstöre euch mit meiner steinharten Pokémon! Hahaha! Du bist der erste Typ, der den ganzen Tag den Mumm hat, gegen uns überzustehen. Eine Polizei. Sogar die Polizei konnte nichts dagegen tun. Fred, kannst du mir ein bisschen helfen? Ich kümmere mich um die zwei und du kümmerst dich um die anderen zwei. Kümmere dich um deine eigenen Geschäfte. Klar? Ich werde nicht um eure eigenen Geschäfte kümmern. Also jetzt möchte ich euch jetzt einmal das Fürchten lehren, dass man nicht Museumsstücke klauen soll. Und anscheinend ist dort der Rothaarige auch da gesehen, also der Cayman. Oh Mann, nicht das hier, diese Attacke, das paralysiert mein Pokémon. Ach, nö. Ich muss immer einen Schluck nehmen, weil mein Hals ist so trocken, ey. So. Haha, recht gehabt. Ich bin für dich zu einfach. 2800 Pokédoll ist schon ein bisschen zu großzügig für das Spiel. Ich werde dich zum Weinen bringen. Was ein großartiger Weg, um einen Mentag zu beenden. Na, das sehe ich total anders, mein Freund. Ich werde deinen Tag jetzt richtig vermiesen, mein Freund. Okay, Verfolgung. Bringt dir nicht so viel, weil wir sind sowieso zum Glück stärker. So, ich werde jetzt mal mit Zug jetzt mal richtig. Also jetzt mal kurz wechseln. Was? Ich hatte jetzt nicht mehr wechseln lassen? Erst nachher, wenn er jetzt attackiert, ist doch echt nicht fair. Ah, ich hasse dich! Nein, ich hasse dich, Team Rocket.
Na schön, wir werden diesen Altbernstein in Ruhe lassen. Aber denkt bloß nicht, ihr habt uns besiegt, ein für alle Mal. Weil wir haben viele größere Pläne vor uns. Danke für deine Hilfe, Red. Was mit den Altbernstein jetzt ist, fragst du dich? Nun, es ist eine fossilierte DNA, die ein ziemlich cooles Gesteins-Pokémon enthält. The one you see here is das einzige, was du jetzt hier siehst, ist ein, das ich jetzt mal gefunden habe für mich selbst. Das Museum fragt mich, ob die das zeigen könnten. Also sagten sie, ich könnte es zurückbringen, wann immer sie wollen. Ich möchte, dass du das hier nimmst als Geschenk dafür, dass du mir geholfen hast. So, wir haben jetzt den Altbernstein erhalten. Da kriegen wir natürlich das Aerodactyl, das ist ja logisch. Keiner Spoiler. Und danke für deine Heilung, Rocco. Adios, mein Freund. Und da ist natürlich Cayman. Wenn du und der Arenaleiter Freunde seid, werdet nicht so ungeduldig. Ich könnte nicht so ungeduldig werden. Könnte ich locker mit Team Rocket fertig werden. Ich wette, du denkst, du bist sehr stark, um Team Rocket auszulöschen. Sei nicht so großkotzig. Das sind ziemlich lächerlich. Nicht ein einziger Mensch würde mal diesen violetten Stein nehmen, was ich da gerade angestarrt habe. Dieser Stein war einmal ein legendäres Pokémon. Deren Körper war zerstört und ihr Gehirn ist alles, was hier noch übrig blieb. Wie auch immer, es ist möglich, um es wieder zu beleben und seinen Körper wieder zu erlangen. Aber ich habe es noch nicht herausgefunden, wie jetzt. Du denkst, dass Team Rocket nur das Museum eingedrungen sind, um das legendäre Pokémon zu finden? Aber nö. Die waren nur hier, um das Altbernstein zu schnappen. Die sind so ignorant und so schwach. Es ist irgendwie witzig. Aber keiner ist so relevant wie du. Du denkst, du bist der Allerstärkste. Nur weil du Team Rocket im Museum besiegt hast. Na schön. Jetzt lass uns sehen, wie stark du wirklich jetzt geworden bist. Na gut. Dann lass uns jetzt ansehen, wie stark du jetzt geworden bist, Cayman. Nach dem letzten Begegnung in Vertania City warst du ziemlich lasch. Und er hat Kabuto. Jetzt hat er schon 3 Pokémon bei sich. Er hat schon vororganisiert. Und zack. Durino. Da werde ich jetzt mal Plutexo einsetzen. So, dann werden wir mal Glut. So, Drachenwut. So, Glut. Und das war's mit ihm. Das ist ziemlich einfach. Meine Pokémon sind ziemlich schwach. Nur wenn du gewonnen hast... Du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon ziemlich schwach sind. Aber ich werde noch härter trainieren, als jeder andere Trainer es vorhin war. Und ich werde der Stärkste sein als du. Ganz zur Information, ich werde stärker als Team Rockets... Admirale. Die sind die einzigen, die noch eine größere Bedrohung sind. Wenn du Team Rocket sehen willst, versuche nichts mir im Weg zu stellen. Ich kümmere mich um denen.
Denk, was ich dir gesagt habe in Britannia City. Ich werde es nicht nochmals sagen. Halt dich einfach auf meinen Weg daraus. Ich will der eine sein, der Team Rocket besiegen will. Sehr egoistisch ist schon Cayman. Also nimmt das schon als eine Art Drohung, dass wir wirklich fernhalten sollen von Team Rocket und wir überlassen ihm. Aber ich glaube nicht, dass er wahrscheinlich was vorhat. Irgendwas hat er wahrscheinlich mit Team Rocket vor, aber weil er nicht mitgekämpft hat, kam das irgendwie so verdächtig vor, dass er nicht helfen wollte für uns. Na gut. Dann lass uns jetzt schnell wieder auf den Weg machen. Zur nächsten Route. Und zwar zur Route 3. Denn hier geht's nach Azuria City. Aber vorhin tun wir jetzt mal schnell Mitsuki als erstes reinpacken. So, dann werden wir mal jetzt schnell die Göre besiegen. Aber da muss ich wieder wechseln, mein Pokémon. Sehr logisch, weil Mitsuki ist viel zu niedrig gelevelt. So, hey, ich habe dich im Britannia-Wald getroffen. Ist ja auch logisch, dass du mich gesehen hast. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, der hat jetzt Butterfree bei sich. Weißt du, ich tue es einfach so wechseln, damit jetzt Mitsuki auch was von den Attacken erntet. Also von den anderen Level auch erntet. Also mehr Erfahrungspunkte auch erntet. Wirbel Vents brauche ich nicht. So. Der kommt von Easy to Wear. Das ist einer der witzigsten. Ich liebe Shorts zu tragen. Sie sind einfach komfortabel und gut zum Tragen. Ich weiß nicht, was haben die für solche komischen Sachen hier? Für eine Kampfansage. So, Blut, das war's. Und es wäre besser, dass ich jetzt so mit Mitsuki trainieren kann. Weil anders geht es ja natürlich auch nicht. Jetzt können wir endlich mal trainieren mit Mitsuki, jetzt diesmal mit einem Saftkorn. Jetzt endet es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, Gott sei Dank. Denn ich glaube, ich werde jetzt dann diesmal Mitsuki richtig trainieren müssen, bis zu einem Pikachu natürlich, by the way. Aber wenn sie wirklich als Raichu entwickeln soll, dann kann sie ruhig sagen in den Kommentaren natürlich. Ach, nö, jetzt ist es echt verkackt, komm. Aber wir sind schon jetzt ziemlich stark, das muss ich schon sagen. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber ich glaube, ich werde den Part auch gleich wieder beenden. Weil das mit Team Rocket hat schon jetzt eine ewige Zeit gedauert.
So. Dann werden wir mal den Part auch in Route 3 dann beenden. Also, ich weiß, ich muss natürlich 25 Minuten den Part machen, aber manche Parts waren jetzt schon ziemlich länger als vorhin. Ein Trainer-Machen-Kampf machen wir noch und dann beenden wir dann die Folge. Denn die nächste Reise wird jetzt dann nach Azuria City dann begehen. Und anscheinend werden wir auch wieder Team Rocket treffen. In nächster Zeit. Und Mizuki ist ziemlich schwach. Oh Mann, nee. Schon muss ich wieder heilen gehen. So. Ich weiß nicht, du jetzt hättest zu viel speeden, ne? Ich weiß, dass der Part jetzt richtig ein bisschen merkwürdig ist für euch. Ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht, diesmal jetzt nicht so laut ist. Falls es doch zu laut ist, dann werde ich es im nächsten Part dann ändern. Na gut. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt nun. Denn in der nächsten Folge werden wir dann direkt auf den Weg machen nach Azuria City, also bis zum Mondberg, durch den Mondberg. Hoffentlich schaffen wir das bis zur nächsten Folge, bis nach Azuria City zu kommen. Falls nicht, dann halt im nächsten Folge dann halt. Also, falls es euch gefallen hat, dieser Kampf, trotz der harten Training hat es sich gelohnt, gegen Rocket zu kämpfen, dann lasst ein Daumen nach oben da und abonnieren nicht zu vergessen, die Glocke aktivieren, denn Support ist natürlich kein Mord. Bis zum nächsten Mal, haut rein und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Pokémon Dark Violet. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pokétendo. Ciao!